Guten Tag, mein Name ist Andreas Bell und ich möchte Ihnen heute einen Roman des amerikanischen Autors Mark Helprin vorstellen. Mark Helprin ist in den USA seit Jahrzehnten hoch bekannt und hoch geehrt für seine grandiosen Romane und Erzählungen, die in das Genre des fantastischen Romans fallen. In Deutschland kennt man ihn weniger. Einige halten ihn hier für einen hoffnungslosen, schwülstigen Romantiker, andere feiern ihn als Autor von Geschichten, die man einfach nie mehr im Leben vergisst und die deswegen so schlecht nicht sein können. Ich möchte Ihnen heute den Roman Schwanensee vorstellen, leider nur noch antiquarisch erhältlich, das aber in hinreichender Stückzahl. Er basiert auf dem Grundmotiv des gleichnamigen Balletts von Tschaikowski um die Veränderung zwischen Mensch und Schwan und baut darauf eine grandiose, detailreiche Liebesgeschichte auf, die sich sogar über mehrere Generationen erstreckt. Anstatt Ihnen viel von dem Roman zu erzählen, sondern eher einen Eindruck zu geben, was Sie erwartet, möchte ich Ihnen den Beginn vorlesen. Einst bargen die Berge zwischen ihren silbergrauen Wänden einen Wald, der so abgeschieden und der Erinnerung so sanft entrückt war, dass er über den Sorgen der Welt thronte. Leicht wie die blendend weißen Wolken, die manchmal an zerklüfteten Gipfeln hängen bleiben und sich wie eine Melodie auflösen. In dem Grün verstreute, kalte Seen waren so tief, dass sie sich nicht ausloten ließen, und die im Licht schwebenden Wiesen an der Baumgrenze waren glatt und grün wie Jadetafeln. Hier suchten die Vögel Zuflucht vor den Jägern in der Ebene und fanden höhere Reiche in Ruhe und Vollkommenheit. Und wenn auch die Kaiser und Königreiche unten immer wieder auf ihn Anspruch erheben mochten, war doch der Wald auf seine Weise unverletzlich. Eine Domäne des Herdrauchs, der vor einem makellos blauen Himmel in unbewegten Säulen aufstieg. Der Berge, die mit Eis glatt vom Wind überzogen waren. Der zartesten Luft, der weiß schäumenden und sauerstoffreichen Flüsse. Vielleicht habt ihr die Gegenwart eines solchen Ortes schon einmal gespürt, wenn in einem abgedunkelten Konzertsaal die Musik den Mond aufgehen lässt, vollkommen neu und hell, als ob das Dach sich über euch geöffnet hätte, oder wenn die Bäume in einem plötzlichen Windstoß erschauern und die Sonne unverhofft die Unterseite ihrer raschelnden Blätter aufleuchten lässt. Es gibt sie, diese Orte, wenn sie auch so schwer zu finden sind, dass man gern geneigt ist, sie für eine Illusion zu halten. Aber sie können nicht alle völlig gleich sein. Einige sind etwas besser als die anderen. Einige sind viel besser. Einige unvorstellbar viel besser. Wenn die Welt überall gleich wäre, könntet ihr eine Stecknadel nicht von einer Nähnadel unterscheiden. Aber das könnt ihr natürlich. Und wie steht's mit einer Stecknadel und einem Flusspferd? Und das ist erst der Anfang. Was diejenigen betrifft, die leugnen, dass es verborgene Wälder zwischen den Bergkronen gibt, geschützte Orte, mesmerische Landschaften, die zerbrochene Herzen wieder zusammenfügen oder zumindest davor bewahren können, zu zerspringen, fragt sie nach den Flusspferden und den Stecknadeln. Ich empfehle Ihnen diese Erzählung, gute 90 Seiten lang. Sie werden sie in einem Rutsch weglesen. Sie werden möglicherweise weinen und Sie werden sofort nachher schauen, was es noch für Romane und Erzählungen von Mark Helprin gibt. So oder so, Sie werden, wenn Sie dieses Buch weglegen, der Überzeugung sein, dass diese Welt ein guter Ort ist.